da wird die Qualität ermittelt, ob das jetzt eine A- oder B-Qualität ist oder ob zum Beispiel irgendeine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Yes. Dann entscheidet dahinter das Programm, ob das Tier jetzt als ganzes Tier verpackt werden kann oder ob das jetzt in die Zerlegung zum Beispiel gehen muss. Ne? Mhm. Und mit dem Programm kann ich quasi dann steuern, wo ich welche Tiere verarbeiten will, ob ich sie jetzt zerlegen will, wie ich sie zerlegen will, welche Größen, dass ich zerlegen will, das wird alles da, ist da alles hinterlegt. Und da zum Beispiel ist auch dann genau, was die Frage war, vom Schlachtbeginn weg wird da jedes Tier oder jede Charge mitverfolgt und da quasi dokumentiert.